Einen wunderschönen guten Abend. Ich wünsche euch willkommen zu einem neuen Projekt von mir, dem guten Erzi. Wir schauen uns das neue Spiel. Es ist gestern erschienen eigentlich eine gute Frage. Auf jeden Fall heißt der Titel Abduction. Tatsächlich ist mir dieses Spiel aufgefallen, weil es soll eine relativ gute Grafik haben. Das ist aber eigentlich nicht das Wichtige, sondern das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, es hat relativ viel mit Rätseln zu tun und ich stehe tatsächlich so ein bisschen auf solche Spiele. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Oh, das Spiel ist relativ laut. Das sind derzeit meine Grafikeinstellungen. Vielleicht muss ich das nachher ein bisschen verringern. Ich hoffe aber allerdings nicht. Wir werden mit dem Controller spielen. Ich spiele nicht mit dem Xbox-Controller, sondern mit dem PS4-Controller. Ist aber ziemlich genau dasselbe. Ich glaube, wir müssen die Lautstärke ein bisschen runterstellen. So. Wie gesagt, das Spiel basiert auf der CryEngine. Nicht auf der CryEngine. Auch egal. Auf jeden Fall sieht es sehr gut aus. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal und schauen uns Abduction an. Und dann geht's los. Achso, wir müssen erst den Namen des Spiels nehmen. Nehmen wir einfach mal hier so. Zack. Navigationsart, was haben wir denn hier? Knotenfreie Bewegung. Sind wir männlich oder weiblich? Wir sind männlich. Kann auch gar nichts sein, aber ist ja egal. Nein, komm. Ja. So, nennen wir mal. Das interessiert mich herzlich, was da oben steht. Verdammt. Nein. Ich möchte ein Spiel fortsetzen, danke. So, das sieht doch schon mal schön aus hier. Okay. We all lost everything. Everything but our stories. And they shouldn't be forgotten. I was 3. It was April of 1983. Cecil, it was 1870 for you. Sam and Vera, you tell it like it was yesterday, but it's been 62 years since you saw that Last of Light. Das Spiel ist auf Englisch tatsächlich, aber mit deutschen Untertiteln. Für die, die das Englische nicht mächtig sind, lasse ich die Untertitel gerne an. Oh. Wow. Ich muss das Spiel ein bisschen leiser stellen. Sonst hören wir gleich nichts mehr. So. Audioqualität. Komm, machen wir allgemein hier so. Zack, stumm wollen wir natürlich nicht spielen. Das ist ja Quatsch. Quatsch mit Soße. So, jetzt dürfte es ein bisschen von der Lautstärke. Oh, ein bisschen angenehmer sein. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Grill. Wir haben gehört, es war in den späten 80ern, 1986, glaube ich. Dieses Licht. Streaked across the sky, mesmerized, but unnerving. Even in daylight, Joseph, you said, was gloriously bright. But in the twilight, it was spellbinding. Whether it was in the deep woods like Cecil, or right outside town like Jane and Jenny, we were drawn to see more. Vera. You said you recall smiling. Some of you were alone. I wasn't. My dear grandma, God bless her, rejoiced as if it was some forebearer of good fortune. Grandma lifted me from the carriage on the porch and walked into the yard so we could watch it unobstructed. Ja. Ich würde gerne die Angel hier rauswerfen. Ich habe leider keine Geld dabei. Ist das noch warm? Wer sich wundert, das Spiel, es ruckelt nicht. Es ist tatsächlich gerade von Spieldesign hier so langsam. Also wir spielen hier auf 60 FPS. Trepidation, yet attraction.
Oh Gott. Was zum Teufel? What the fuck? Was bist du denn? Also bei solchen Sachen würde ich immer weglaufen. Holy shit. Oh Gott, ist das hell. Okay, jetzt ruckelt es tatsächlich gerade ein bisschen. Alter, meine Augen. Mach die Augen zu. Oh, was ist jetzt so passiert? Wo sind wir denn jetzt? Ja, ich will zurück. Wo ist der schöne See? Ich wollte doch angeln. Was soll das? Ihr seid so gemein zu mir. So. Oh, dieses Sonnenlicht. Das hat mich so ein bisschen gerade an hier in Flensburg. Heute waren so knapp 25 bis 30 Grad irgendwo dazwischen. War ganz schön warm. Ich glaube, da ist es genauso. Kommen wir dann mal ein bisschen los, damit es ein bisschen schneller geht. Und holy shit, das ist nicht mehr unser See. Das sieht jetzt ein bisschen wüstiger aus. Wen die Spiele davor interessieren, das ist tatsächlich, es ist so gesehen der erste Teil einer vielleicht neuen Serie. Allerdings basiert es auf den Spielen von Myst, M-Y-S-T. Ich habe davon kein einziges gespielt und tatsächlich, ich habe keine Ahnung, was darüber darin vorgeht. Deswegen ist dieses Ding hier auch absolut blind. Und Welcome to Hunroth. Das sieht mir aus wie so ein Checkpoint. Kann ich irgendwas damit machen? Holy shit! Bonjour. Die Schnauze. Hallo. Shora. Ni hao. Welcome to Hunroth. My name is Josef. Hi Josef. I am the mayor here. You are most probably a bit confused. Alter, folgt uns. Alles strange. Everything will be fine. You're not the first to go through this experience. The others who have come before you will help you adjust. Follow the trail to the house with the white picket fence. Fali will meet you there and introduce you to your new life here. Rauschen. Na klar. Habt ihr gesehen, wie der uns immer gefolgt ist, ey? Crazy shit. So. Ja, also wie gesagt, ich werde an manchen Stellen wahrscheinlich verzweifeln. Und deswegen, wenn ihr das Spiel gespielt habt, schreibt doch gerne Tipps in die Kommentare oder ähnliches. Das sieht echt gut aus hier, ey. Ja, ich habe manchmal, hier droppt das gerade ein bisschen. Tatsächlich. Man sieht da hinten, da wo ich jetzt, wo das Ding ist, flackert das auch tatsächlich ein bisschen. Wenn man das sehen kann. Aber sonst sieht das echt an vielen Ecken. Ist halt kunterbunt, muss man halt sagen. Aber wir sollen den Pfad zum Haus folgen. Da wird uns Fadi treffen. Das werden wir einfach tun. Schiene ist auch sehr genial hier. Führt in den Boden rein. So. Hübsches Haus hier. Das ist schon wieder so ein Ding. Aber ich glaube, wir treffen hier keine Menschen, sondern immer nur diese Dinger. Hallo, Farley. Hoi. Hoi. Nein, mach doch nicht Schluss. Ganz in Ordnung. Ja gut, Farley, mach uns erst relativ Stress, dass ihr euch auf den Krieg und auf den Kampf vorbereitet. Sagt euch, wir sollen uns keine Panik machen. Hier kann man nicht einfach durchlaufen, das ist enttäuschend. Das konnten doch alte andere Spiele auch schon. Na gut. Hier hat man seine Wäsche früher drin gewaschen oder sich selbst. Muss noch kein laufendes Wasser, aber 143. Das könnte schon was sein, was wir uns vielleicht merken müssen. Da werde ich gleich mal so ein Screenshot von machen. Was auch immer das bringen wird. Wahrnehmen.
Nähert euch keinem Gerät, das auch nur im entferntesten diesem Diagramm ähnelt, solange es nicht deaktiviert wurde. Okay, noch ein Screenshot. Lass mich rein. Lass mich rein. Komm, lass mich rein. Ich hoffe, man hört gerade nicht mal Lüfter im Hintergrund, weil der arbeitet ganz schön hart. Hart. Ich glaube, hier kann man nicht rein. Das ist auch verschlossen. So, dann wollen wir mal ein bisschen weiter gucken. Siehst du, komm, wir werden einfach 3 Folgen hier einfach sinnlos umherlaufen und nicht checken. Vielleicht hätte ich doch keine freie Bewegung machen sollen, sondern eher so Knotenpunkte. Ein bisschen durchs Spiel geleitet wird, aber das. Das sieht doch hier irgendwie auch nicht. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal droppen doch ganz schön hart die FPS. Ich muss mal kurz in die Einstellung rein. So, gucken wir mal. Steuerung. Was haben wir denn? Zurück in der Act. B ist gar nicht belegt, oder Viereck eher gesagt. Regis Take Picture, Look, Navigation, Run. Okay. Also es gibt nicht sowas wie Aufbrechen oder Randale schieben oder so. Nochmal ein bisschen zu schnell. Ja, wenn ich mich schnell bewege mit der Maus, dann sieht man schon, dass es an manchen Stellen hart droppt. Was ist das denn? What the fuck? Wisst ihr was? Da locken wir jetzt als erstes hin. Wir sollen uns ja keinen Stress machen hier rechts. Was zum? Das sieht auch interessant aus hier. Ach nee. Kann ich damit was machen? Okay, das sieht mir hart nach etwas aus. Was ist hier denn? Da ist nichts. Okay, oder? Ich glaube, die müssen wir aufspringen, oder? Würde ich sagen. Guck mal, hier darf das nicht gegenfahren. Dann würde ich sagen. Wie geht das denn? Habe ich das gerade eben gemacht? Ich bin verwirrt. Muss ich mich so hinstellen? Wie verwirrt. Okay. Fehlt dir jetzt? Die Musik fängt wieder an. Okay. Ich sehe jetzt keine Veränderung, ehrlich gesagt. Habe ich eine Taschenlampe? Habe ich nicht. Oh, guck mal, mein Schatten. Okay, der Schatten sieht leider sehr unrealistisch aus, muss ich sagen. Zumindest an den Füßen. Aber das ist immer ein Problem, was die Spiele immer haben. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas gemacht hat, was ich gerade gemacht habe. Downtown. Ah, sag mir, was ist die Sachlage hier? Auf jeden Fall. Okay. Teil eines großen Ganzen wollen sie sein. Das möchte ich auch. Sag mal, was ist hier los? So, hier kann man durch. Irgendwie gefällt mir das hier alles nicht. Was ist das? Das ist eine Lampe und hier ist wieder zu. So. Oh Gott, blendendes Licht. Es ist zu grell. Oh, hier kann man durch. Ne, hier kann man nicht durch. Hier ist schon wieder so ein Felsen. Ich weiß nicht, ob man den kaputt machen muss. Ich meine, irgendeinen Sinn wird das ja haben, dass man die Schiene auch umsetzen kann. Ja, mal in die Richtung. So, hier liegt Werkzeug. Kann ich da mal mit was machen?
Nee. Warnung. Okay. Das dürfen wir nicht uns nähern, während wir es noch nicht deaktiviert haben. Wir werden auf jeden Fall uns dem Ding nähern. Weil es steht, wir sollen es nicht tun, also werden wir es definitiv tun. Es ist doch immer dasselbe. The tree, der Baum. This is the tree. It has been here in Hunrock for as long as anyone can remember. Its health is intimately tied to everything in our little greenhouse. Our cell we live in. Our ecosystem. Wir müssen es zerstören. It has provided many surprises over the years. Including some interesting seeds that we will learn more about. Hat uns angegeben. Okay. Wunderbärchen. Gehen wir mal hier lang. So. Auch verschlossen. Alle Türen sind hier zu. Was soll das? Was ist hier denn? Da kommen wir bestimmt auch nicht durch. Ich ahne, was wir tun müssen. Da müssen wir runter, damit wir diese Tür öffnen können. Das scheint irgendwie unser Ziel gerade zu sein. Die Frage ist nur, wie. Und was zum Teufel ist immer noch das, wo ich ursprünglich hin wollte? Und hat man Fallschaden? Man kommt hier gar nicht runter. Anscheinend gibt es nicht mehr Fallschaden, weil man nirgendwo runterspringen kann. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder runter. Und dann hier rechts. So. Das hat es kurz geruckelt. Da kommt auf jeden Fall kein Wasser mehr raus. Ich schätze mal, der Garten ist tot, oder? Unterstützer Belohnungsartikel. Nee, damit können wir auch nichts machen. Das sieht hier nicht gesund aus. Was auch immer das da ist, ich habe Angst davor. Gehen wir mal einfach hin. Ich schätze mal, dass wir nicht in den Strahl gehen dürfen, sonst werden wir sterben. Wollen wir dies ausprobieren? Fragen über Fragen. Haha, verarscht. So. Ach, hier ist wieder unser See, oder was? Und hier. Kann man wieder nichts machen. Spiel bekommt 10 von 10 Punkte von mir. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Es ist so geil. Oh, eine Tür. Ich dachte, hier sei Blut, okay. Und geklingelt. Hallo. Unverständlich. Du hättest... What the fuck? Hi. Du bist nicht echt. Das sagt mir jeder. Sieht irgendwie komisch aus. Er geht nach Hause. Gefängnis? Das ist doch hier kein Gefängnis. Das ist doch wunderschön. Lösen wir dich ab. Schon wieder Schlacht, ey. Alles dicht gemacht, oder? Hm.
Wieso lässt er mich nicht rein? Okay, ich würde sagen, damit haben wir aber eine Quest für morgen. Beziehungsweise für die nächste Folge. Es könnte auch vielleicht die gesamte Hauptquest sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das war der ein erster Einblick in Abduction. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Oder hinterlasst ein Like. Ja, ich hoffe, dass ich nicht so viele Framedrops hatte. Sonst muss ich das für die nächste Folge nochmal abändern. Und hinterlasst auch gerne Kommentare, wenn ihr wisst, was ich als nächstes machen soll. Aber bitte spoilert mich nicht und auch nicht die Zuschauer. Das wäre nicht nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.